Heute sind wir bei der Designabteilung gelandet. Ich weiss nicht genau, was ihr den ganzen Tag macht hier. Aber streng haben sie es. Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute gibt es We Are Schallerkult. We Are Mofakult mit unserem Grafikdesigner Schaller. Da schleicht er schon rum. Scheiße. Natürlich ohne Schuhe, ohne Arbeitskleider, ohne nichts. Schaller, schön, können wir dich heute mal ein begleiten deinem Tag? Sehr gerne. Also du räumst vor allem Geschirrspüler ein und aus. He? Aber ein und aus ist wichtig. Am zeigen Sie den Arbeitsplatz. Ich würde dazu sagen, Sie haben keinen Arbeitsplatz hier im Design, sondern Sie haben eine Arbeitswohnung. Ist mal einfach jemandem gekündigt worden und die ganze Wohnung ist jetzt leer bis auf den Schaller. Der ist auch nur sehr sporadisch da. Aber heute schaut der Frauen auf dem Bildschirm an, musst gar nicht weg da. He? Miriam mal anschauen. So, Schaller, erzähl etwas. Wer bist du? Wie kommst du da hin? Und wieso versteht man dich nicht? Ich weiß es selber nicht. Okay, danke. Ich bin hier besonders für die ganze Grafik und Marketing zuständig. Zusammen mit dem Ribis und mit dem Markus. Ich kümmere mich primär um die ganzen Verpackungen. Verpackungsdesign, Webseiten, alle Grafiken, die wir machen. Ich sehe eine wichtige Grafik, ich sehe dich gerade hier hinten. Und zwar ist das mein nackter Arsch. Wieso denn da? Nein, musst du ihn gar nicht aufmachen. Ja, du, hier und da machen wir Kalender, so einmal im Jahr. Ja. Ungefähr. Aber du schaust eigentlich, dass alles, was wir verkaufen und verpacken, ein bisschen schön daherkommt. Und auch Slider und so, das ist doch auch bei dir. Dass man Konsistenz hat. Das ist natürlich Apple da, mit mir haben es ja. Tu mal unsere Website aufrufen. So, da die ganzen Slider, das ist ja auch. Das Seich kommt von mir. Genau. Primär. Die ganze Kampagne, wo wir neue Produkte launchen. Jawohl. Ja, der Schaller ist ja auch, er ist ja nur ab und zu da. Er schafft viel, tut er so, als wäre er von zuhause arbeiten. Aber das Gute ist, wenn er da ist, kommt er auch immer die Töffel fahren. Wenn wir oben runter würden, sehen wir sogar eine von seinen Perlen dort. Aber ich glaube, wir gehen einfach runter schauen. Starten wir dort und irgendwann gehen wir noch zu dir heim. Darf ich das sagen? Ich darf das sagen. Was der Schaller auch viel macht, ist, Hallo sagt er gern und viel. Er kommt meistens erst auf die 9, damit er alle Menschen gar nicht abgreifen kann. Das stimmt. Sind wir ein bisschen anlangen, weil er ist sehr ein haptischer. Drum, haptischer Mensch, darum mache ich ihn. Ich nehme jetzt einen Schritt voraus und gehe ab. Also, der Schaller, der ist mit mir zusammen in der Puffergabel-Gang. Das ist der einzige, der genug Geschmack besitzt, um auch ein wenig seine Puffergabel zu haben, was natürlich das Nonplusultra ist, wenn man mal ehrlich ist, oder? Absolut. Ist aber nicht dein einziger Töffel, oder? Wie viel hast du ungefähr? Jetzt weiß ich nicht, je nachdem, mit den Eltern zugucken zu wollen. Nein, 5 mittlerweile, glaube ich. 5? Genau. Die Frage der Fragen. Ja. Was hast du da verbauen? Du, auch so genau, also, wie man genau, es gehört. Wie wir fahren bei uns in der Firma, oder? Da sind Zylinderlicht zugeschweißt. Die Schwimmerkamera ist zur Hälfte mit Sand gefüllt. Ja, so Sachen halt. Einfach, dass es wirklich nicht schnell geht. Ja. Weitere Frage, wichtige Frage, weil eben alle Leute sind jetzt am Untertitel lesen und das nicht wegen mir, sondern wegen dem Schaller. Woher kommt dein Akzent und wieso ist an deinem Auto eine ausländische Plakette dran? Steuer hinter Zürich? Ja. Natürlich, ich bin ursprünglich von Freiburg, habe ich gegen Salzburg gewohnt. Ich bin einmal über Umwege auf Salzburg gekommen, über das Praktikum. Bist du denn bilingue? Je m'appelle Caramel. Ich mache darum die ganze Newsletter auf Französisch, Zeit, wo wir da sind. Zeit, wo ich da bin. Ist Mofakult so halb Französisch. Oder zumindest Minimum 10%. Ich bin beruflich zuerst auf Salzburg gekommen, blieb weg der schönen Töffli natürlich. Weil Puch ist eine grosse Liebe von mir. Neben Sachs natürlich auch. Geil! Ich habe beide Lagen vertreten. Ich habe dort coole Leute kennengelernt und meinen Töffli-Club gegründet. Zweitaktdichter. Zweitaktdichter. Salzburg-Chapter, das einzige. Jetzt, wo wir ja wissen, ein Freiburger, der im Vorfeld arbeitet, aber eigentlich Salzburg die Hei ist. Natürlich wie alle hier auch ein bisschen Freak auf. Schöne Sachen einfach. Spanien, gell? Ist Spanien, genau. Und UK auch noch. Also, der 111. Engländer. Ein schöner GTI. 4er GTI ist eigentlich meiner Meinung nach viel, viel zu jung. So Zeug, das sollte gar noch nicht da stehen. Ja, absolut. Aber ich habe ursprünglich auch ein Alltagsauto gekauft. Für das ist er aber mittlerweile noch zu alt und zu teuer. Schaller, wann bist du nächstes Mal in Salzburg? Ja, 2 Minuten. Und jetzt. Auch in Salzburg, ihr seht es hier schön hinter uns. Schön gelegenes Städtchen. Wir sind gerade eine ultimativ komische Runde hier hochgefahren. Wir sind jetzt aber hier angekommen. Hier sollte der Schaller allemal die Heise sollte auch arbeiten. Und hier haben wir auch schon einen von seinen Hübeln gesehen. Ich glaube, wir klopfen einfach mal und schauen, ob er im Büro hockt.
Hier ist der Postbote. Hier ist der Weihnachtsmann. Buongiorno. Salut. Saletti! Ah, haben wir noch im Parterre? Genau, im Parterre, ja. Aber schöne Aussicht hast du. Ja, gibt Schlimmeres. Können wir schauen. Ja. So, mal ich. Siehst du auch gerade schon die erste Hürde? Der zweite? Ja, das ist ja so. Der zweite, ja. Der zweite. Dein Automat, hä? Sagst ja, du nicht? Ja, Automat, genau. Deluxe. Ja, Bonny Junior, das war mein zweiter Töffel. Mhm. Das haben wir keine Ahnung. Habe ich mal für 300 Stutz gekauft oder so bei einem alten Mann. Ja, hat der eigene noch ein bisschen rostig gewesen, gut gelaufen, also 28. Genau, gestrichen 28. Gestrichen 28. Also, es ist kein Witz, er läuft wirklich nichts. Genau, irgendwann hat das Gefühl gehabt, im Winter so geil, das ist mein erstes Umbauprojekt. Ich könnte das eigentlich schön machen, ich will den Rost besittigen, ich will, dass der lang bleibt. Und wenn wir eh schon müssen, neu lackieren müssen, gehe ich eigentlich nach der Sieg regeln, wenn du neu musst lackieren, genau, dann kannst du eh machen, was du willst. Und genau. Da, wo alle beschäftigen. Wieso hat es orange Kabel dran? Ja, ich meine, eben, das ist egal, wann habe ich den gemacht. Das Töffel habe ich, glaube ich, das war mein zweiter Töffel, den ich zusammengebaut habe. Ja, ja gut, ich meine, das macht ja nichts. Du hast ja nicht irgendeinen Job im Design, Grafikbereich, von dem ist das okay. Da ja, das ist danach auch. Dann hier hat dein heimlicher kleiner Arbeitsplatz. Genau, ja. Also Charlotte, dein zweiter Arbeitsplatz, so brauchst hoffentlich mehr als bei uns in der Bude, wo du nur am Umschuhen bist. Unwesentlich mehr, ja. Überall Kalender, willst du uns etwas damit sagen? Ist das Es ist brandaktuell, es hat mich nächtelang umtrieben. Kalender bist ja du sowieso der Mann des Vertrauens, weil deine Töffli-Gang, deine Töffli-Crew hat ja einen eigenen Kalender. Sehr spezieller Kalender, ich weiß, sehr, ja. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt Erwachsene will antun, aber es ist ein Zwei-Akt-Kalender. Unser Vereinsprojekt, oder? Wenn wir jedes Jahr machen wir einen Kalender. Wir sind mal auf die Idee gekommen, was könnte man für coole Sachen machen. So. Dann haben wir einen Kollegen, der macht Fotos. Ja, eigentlich so ein Kalender. Ja, schon geil. Also so ein bisschen viel Blut, aber man sieht nichts. Oder gibt lustiger, so lustige Situationen, wie man rund ums Töffli. Rund ums Töffli, genau. Ja. Und dummerweise ist aber ging gerade irgendetwas von den also entscheidenden Teilen. Vor dem Bauchnabel. Genau, vor dem Bauchnabel ist dann meistens Banane. Den Hübel hast du ja da, riden wir runter. Brettchen mal. Vielleicht noch ein bisschen etwas von Salzburg und etwas von den Zweitaktdichtern. Mhm. Let's go. Also, kannst du abstellen. Geht für selber. Strom sparen. Ah, okay. Jo, Schalo! Für uns mal in die gute Stube. Ja. Meinst du, sollen wir noch ganz schnell ein Foto machen? He? Ja, für wen? Hier, Arsch raus. Hey, wer? Du? Du und ich. Ja, ja, einer geht schon. Go, 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 go! Woo! Wir haben ja eigentlich eine ganz normale Roomtour machen da. Jetzt haben wir schon Kalenderbilder müssen machen, aber jetzt Schalo. Jetzt geht's los. Wir sind bei der Zweitaktdichter, das ist eine Gasse 13. Der Mercedes fährt auf der Busspur. So. Alles klar. Und wir gehen mal euch, würde ich mir sagen. Ja, also ich glaube, wir gehen zuerst ins wichtigste Zimmer, das ist eigentlich die Küche. Küche? Genau, unser Stammtisch, Aufenthaltsraum hier, sitzen die Leute am Abend schön. Nein, kommen wir aber schon zum dort, wo es wirklich um die Wurst geht. Genau, hier in unserer kleine, aber feine Werkstatt. Da haben wir, das ist gerade eines von den neuesten. Aber helfen da dann mal alle am Güppertem, wenn es da wieder ums Neuaufbauen geht und genau, so. Genau, genau. Also cool. Es ist da, gegen wie jemand Neues reinkommt, bekommt er tendenziell gegen Höfe von allen, die gerade Zeit haben, die sich gerade auswissen. Schwarmwissen, ja. Genau. Das ist der, der gesagt hat, wir nachher mitnehmen, gell? Genau, ja, der Hobby 2. Es gibt drei insgesamt, drei Generationen Hobbys. Hobby 1 mit dem Sachs-Torpedomotor. Jawohl, genau. Genau, muss man gerne haben. Hobby 2 ist nein, eben mit schon leicht moderner, ich glaube, Hobby ging Stoßdämpfer gegeben. Und eben die erste Generation E50. Sonst ist noch mal eine da? Hier also, vorne nicht, alles. Hier vorne nicht, aber okay. Dann müssen wir vielleicht die Katakombe.
Fred, jetzt musst du ein bisschen tief hinter dich kommen, weil hier steht die Mehrheit von der Töpfe. Ich würde auch sagen, der erste ist von dir, aber der erste ist nicht von dir. Der erste ist von mir, ja. Aber gut, das ist von dir. Ja. Statt Wilma. Die Wilma, ja. Das ist die Wilma. Wilma. Das ist das erste Töffel, das ich gegeben habe. Das habe ich von meinem Papi gestohlen. Übernommen. Das ist nochmal eins von dir. Genau, Tabena. Genau, Custom Maxi N. Sieht man jetzt gerade ein bisschen schlecht hier im Ding. Vielleicht können wir Bilder einblenden. Ja, hier können wir fast das Bild einblenden. Ja, wir blenden jetzt das Bild. Angeschaltet, Z50 Motor. Ja. Mit Rücktrittrad? Ja. Geil? Mit Rücktrittrad, genau. Von den Snowflakes. Wenn Snowflakes, das nur oder? Mal legal wäre. He? Alles original. Genau. Ja. Das ist der ja. Vorgänger von ihm, die vorne. Genau, das sind drei Vorgänger, das sind drei Baustellen vom Film. Ach, Film, wenn du dazu guckst, mach die sich endlich fertig. Jetzt ist Zeit, oder? Jetzt ist Zeit, um die Hohne fertig zu machen. Dann genau. Wir mit heim. Oh, aber wie man sieht, primär eigentlich, also wir sind, was man nicht darf vergessen, wir sind zu Österreich. Von wo kommt Puch? Austria, genau. Austria, Graz. Da findet der Doppelsitz. Sehr stark Graz. Vertreten, ist sogar legal eintragbar. Also du kannst Töffel mit aus Zweisitzer fahren. Kostet die Versicherung mehr, aber ist möglich, ja. Und legal. Geil. Also der hier ist sogar, der ist eintragbar. Das ich auch, ja. So, ist gut gewesen. Danke für die Ausführung, ja, das hat mir sehr gefallen. Zwei Taktik hier. Schrauberei. Genau, Schrauberei. Deine Jungs und Mädels sind ja schon gekommen. Können wir noch eine Ausfertigung machen? Sie kommen langsam alle parat. Wenn ja Mittwoch ist, oder? Es ist Mittwoch, also Zeit für eine Proletenrunde. Ah, Proletenrunde. Proletenrunde. Das ist absolut geil, aber genau. Machen wir jetzt noch. Für euch gibt es ein paar Shots davon. Schreibt doch jetzt schon in die Kommentare von, wenn wollt ihr das nächste We Are Mofa Cool sehen. Ich habe auch so schöne Insights über wie jetzt beim Schaller, wo wir dreimal um die ganze Welt müssen fahren müssen, um hier auf Salzburg zu kommen. Wir wissen jetzt auch, wieso dass der so ist, wie er ist. Ein toller Kerl, wie er im Buch steht. Jetzt sind wir auf die Hübel, ja. Machen ein paar Rides. Geil! Macht's gut und ciao!